So, Freunde, Rucksack ist gepackt für ein, zwei Nächte im Dschungel. Oh, jetzt geht's tief rein, jetzt wird's interessant. Jetzt ist ein bisschen Leiden angesagt fürs gute Bild. Aber guck mal, was wir kriegen an Tieren. Weil es ist wichtig, dass wir noch schön Biodiversität dokumentieren. Also das heißt, wir wollen möglichst viele Tiere bei Tag und bei Nacht. Und dafür muss man ein bisschen was in Kauf nehmen. Also, let's go. Das Boot hat uns abgesetzt. Puh. Jetzt geht's ab in den Dschungel, Freunde. Und zwar richtig. Jawohl. Mit Leichtgepäck, Nico. Ja. Rein da. Nehmen wir mit. Brauchen wir eine Drohne? Nehmen wir mal mit. Alles am Start. Brauchen wir einen 600er? Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Nico, man kann nie genug dabei haben. Ja. So, das war unsere letzte Chance. Wiedersehen. So, Freunde, auf geht's. In den Dschungel. Das ist immer ein bisschen schwierig, kompromisslösungsmäßig, zwischen was kann ich an Ausrüstung dabei haben, was brauche ich für den eigenen Komfort, Essen, Wasser und so weiter. Muss man sich immer sehr beschränken und das kann ich nicht gut. Ich habe trotzdem super viel Kameraequipment dabei, aber das Gute ist, man hat auch manchmal Menschen, die einem helfen. Das ist ganz gut. Und dann werden wir mal sehen, dass wir hier ein paar ordentliche Tieraufnahmen kriegen. Von Tierchen, die sich tief im Dschungel verstecken. Komm schon, Elnicio. Herr Wolski, das ist dann der Moment nach 2 Stunden sportlichen Schrittes durch den Dschungel, wo dann Kameramann und Regisseurin anfangen, sich darüber zu unterhalten, was passiert eigentlich, wenn. Ja, gute Frage. Wenn du hier von der Schlange gebissen wirst oder fällst, dir den Knöchel brichst oder so, dann wird es schwierig, hier wieder rauszukommen. Ja, und der Gestank jetzt gerade von vermodertem Wasser. Alter Schwede. Ja, in den Alpen sagte der Nico gerade, wenn dir da was brichst, dann kommt der Heli. Hier kommt der Jaguar. Ja, Freunde, ist schwierig, I know. Aber gut, weiter geht's. Der Moment, wo alle realisieren, naja, da müssen wir durch, Freunde. Das hilft nichts. Oh, und das stinkt nach Vermoderung, Vergammlung. Also das Wasser da auf gar keinen Fall trinken, wenn es geht. Große Gruppe von bolivianischen Totenkopfäffchen. Das ist nicht ganz einfach, die zu kriegen, weil die natürlich super agil sind. Und zwischen den Blättern, also man sieht es, die sind nah, aber doch sehr fern. Also ungefähr 15 Meter kommen sie ran. Aber durchs Blattwerk, die zu filmen, ist so schwierig. Und die sind ständig in Bewegung. Ah, da, der war gut. Da kommt man schnell ins Schwitzen. Das wird anstrengend. Los, weiter. Und das ist so eine typische Situation. Ich habe normalerweise gerne eine Prime Lens drauf, also eine Festbrennweite, 600er, 400er oder irgendwie sowas. Aber die Affen sind hier so agil, nah, fern, zwischendurch, dass so ein 100, 500er Zoom-Objektiv dafür wirklich perfekt ist. Aber es ist immer noch sehr, sehr anspruchsvoll, die überhaupt zu kriegen. Und das mit Rucksack auf dem Rücken und immer nach oben. Hast du den Nacken am Abend dann. Und ich bin schon völlig komplett nah vom eigenen Schweiß. Thank you.
sind wir gerade angekommen an unserem Basiscamp. Jetzt habe ich erstmal geholfen, die anderen Hängematten mit aufzubauen und jetzt ist meine dran. Ach, die besten Plätze sind weg. Ich sitze hier, ich habe jetzt schon ein bisschen geguckt. Ist alles so semi, weil man möchte eigentlich irgendwie einen guten Abstand bei den Bäumen haben und ein vernünftiges Terrain, dass man nicht so viel abhacken muss. Aber im Dschungel kannst du sowieso nicht minimalinvasiv arbeiten, sondern du musst mit der Machete alles klären. Boah, mal gucken. Fang mal an. Wichtig ist, dass man die Sachen unten abschlägt. Weil wenn du die jetzt in der Mitte irgendwo abschlägst, hast du dann sowas hochstehen, wo die Leute drüber stolpern und so. Das ist eher Mist. Ich habe jetzt einfach hier dran gegriffen, ohne zu gucken, was es ist. Könnte auch Preußenwut sein. Und in der Dschungelkampfausbildung in Belize hat man zum Beispiel gesagt, dass es hier Soldaten und die Einheimischen sich vor nichts mehr fürchten als vor Preußenwut. Weil einmal angefasst und sie jetzt den Nacken gefasst oder so, das ätzt alles weg. Das versaut dir den Tag und bringt dich ins Krankenhaus. Und wenn hier was passiert, das heißt, ich hack mir in den Fuß, ich werde von der Schlange gebissen, vom Skorpion gestochen, irgendwas, dann wird's scheiße. Man darf jetzt hier keine Fehler machen. Das ist definitiv klar. Jetzt wird's interessant, weil ich habe mir eine Hängematte gekauft. Die habe ich nur einmal kurz zu Hause ausprobiert. Weil ich kann immer nicht im Dschungel schlafen, so gut. In den typischen Hängematten, wo man die Banane macht. Also wo man so durchgebogen wird, das nervt mich. Deswegen habe ich mir jetzt was ganz Besonderes gekauft. Hängemattenaufbau ist übrigens immer schön, wenn man das zu zweit machen kann. Da tut man sich einfach leichter. Das ist, alleine ist das, kann man das machen, ja. Aber es ist zu zweit tatsächlich echt einfacher. Muss man auch mal ein bisschen gucken, dass man den Baum nicht ganz so beschädigt. Ungefähr auf dieselbe Höhe kommen. Guck mal, hier ganz einfaches System. Die Schnalle geht hier durch. Zack, schon sitzt die und dann kann ich die hier relativ easy adjusten. So. Zack. So, das sollte halten. Geiler als eine Luftpumpe eigentlich. Ja, finde ich auch, weil hast halt auch kein Gewicht, ne? So, zack. Und man kann schon sehen, wo die Reise hingeht, ne? Ah, das heißt, du schläfst so. Ja. Aha. Ich habe halt dadurch nicht die Bananenform, ne? Sondern ich liege quasi wie so ein Paragleitschirmflieger oder so. So, zack. So, ihr Bananen, ich werde gerade schlafen und zwar richtig geil, meiner Meinung nach. Hier sind meine Beinis und das ist mein Blick. Finde ich jetzt erstmal nicht so schlecht. Ich glaube, dass ich zufrieden sein könnte damit. Ein schönes Schlafi-Kissen aus Weltraumschaum. Wer mein Buch gelesen hat, der lacht jetzt. Im Dschungel, wo es nicht so kalt ist, wobei nicht so kalt ist hier gut, denn wir haben in den Nächten hier schon 8 Grad gehabt. Das kann echt zornig werden. Da habe ich so ein schönes Fließinlet. Das Ding ist nur, wenn es jetzt regnet, wird man natürlich nass. Und deswegen müssen wir noch das Tarp aufbauen. Also quasi unseren Regenschutz mit ein paar ordentlich, wow, haben die eine geile Farbe. Blauen Hering, die findest du auf jeden Fall auch wieder. Ist auch im Dschungel wichtig. Alle haben immer gerne Sachen in Tarn. Das kann im Dschungel auch zum Nachteil führen. Ich bin da auch Perfektionist. Wenn wir hier ein paar Tage schlafen, darf das nicht scheiße sein. Das ist gut durchlüftet. Und selbst wenn es regnet, werde ich nicht nass. Ich kann meinen ganzen Kram unter die Hängematte packen, das heißt mein Equipment, Rucksack und so weiter. Also Hängematte hat im Dschungel viele Vorteile, auch wenn ich lieber im Zelt schlafe. Aber es ist Geschmackssache am Ende auch, ne? Also muss man immer gucken für den Einsatzzweck und ich glaube jetzt hier für den Einsatzzweck ein paar Tage im Dschungel Tiere filmen. Ich mach das erstmal schlanken Schuh. Leute, das könnte die erste Nacht im Dschungel sein, wo ich mal in der Hängematte einigermaßen vernünftig penne.
Ich liege hier total komfortabel. Guck mal, keine Banane. Völlig gerade. Schön ordentlich luftig. Mega geil. So, Freunde. Kesselwasser ist aufgesetzt. Ah, es raucht auch schön, das vertreibt die Mossis. Und es gibt ein kleines Adventure Food. So. Und das ist immer das Gleiche, egal wo ich hinkomme. Im Dschungel gibt es immer Fisch. Oh Mann. Es ist so gemein. Also. Termiten mögen F-Stop-Rucksäcke. GoPro-Cases. Hier ist mal von meinem Funkgerät meine Tasche. Aber Tasmanian Tiger, Alter. Der ist frei, da ist nichts dran. Okay, na dann. Nico, wir sehen uns dann um 7. Das ist in 6 Stunden. Ja. Immerhin 6 und nicht 3. Das gibt's hier auch manchmal. Gutes Nächtle. Feedback zur Nacht. Es ist wie immer, die Nacht im Dschungel ist beschissen. Das macht einfach keinen Spaß. Es ist laut, unbequem, feucht und wirklich richtig kalt. Also ich habe die Nacht auch ganz gut gefroren. Man liegt auch in dieser Matte ganz gut, aber auch unbequem. Ich wünschte, es wäre eine Fähigkeit, die ich besitze, dass ich überall schlafen kann, aber so ist es nicht. Und jetzt bin ich richtig hart abgefuckt. Oh, wie verrückt. Und jetzt starten wir den Tag. Ist das nicht schön? Ich meine, es sieht ja schön aus, aber ganz im Ernst, Leute. Spaß macht das nicht. Naja, alles, was man irgendwo hinstellt, wird natürlich übernommen von Insekten, in dem Fall Termiten. Die versuchen, meinen Rucksack zu stehlen. Ja, das ist so much fun. Und wisst ihr was? Das alles mache ich freiwillig, unbezahlt, zahle sogar noch Geld dafür, um die Natur zu schützen. Trottel. Fuck. Ah. Leute, wirklich, es ist manchmal, man muss auch mal die harten Szenen zeigen, es ist manchmal ganz schön anstrengend. Wie war denn deine Dschungelnacht? Hat super angefangen. Und dann war es so kalt. Da musste ich echt noch mal gucken, was ich alles dabei habe zum Anziehen. Hab alles angezogen, was ich hatte noch. Hab sogar mein Handtuch rausgeholt und mit dem versucht zuzudecken. Hat nur noch so da, bis irgendwann die Sonne aufging und es ein bisschen wärmer wurde. Ich will immer noch. Ich habe immer noch Gänsehaut. Ich bin so durchgeblättert, man glaubt es gar nicht. Auf dem Schlafsack steht bis minus 4 Grad, das stimmt nicht. Viele sagen ja immer im Schlafsack, man muss da nackt drin schlafen, wegen der Kälte. Das habe ich ein paar Mal ausprobiert, völliger Bullshit meiner Meinung nach. So viele Layers wie möglich. Einfach nur ein dummes Gerücht. Freunde, wir stehen hier gerade am Feuer und gehen durch, wie für jeden die Nacht war. Das war alles eher so mittel bisher. Auch der Chiki hat ein kleines bisschen gefroren. Aber Anton ist hier der Klügste. Weil Anton hat einen Daunenschlafsack dabei. So, denn seine Oma hat ihm einen ganz wichtigen Satz mitgegeben, der da lautet, lieber Anton, bitte. Nur Dumme und Soldaten frieren. Was ist das gemein, ey. Das ist so gemein. So, und jetzt guckt ihr die ganzen Dummen alle an. Freunde, Kamera ist am Start, Rucksack gepackt. Ich verlasse jetzt hier mein Basiscamp und mache mich jetzt auf in den Dschungel, um ein paar coole Tiere zu finden. Das ist nicht einfach, weil ihr seht ja schon, da sind nicht überall Tiere, die muss man sich hart erarbeiten. Und da geht es jetzt nach der harten Nacht los. Freunde, was wir hier gerade gefunden haben, einen riesigen Brettwurzelbaum. Guckt euch das an, ich mag das, wie diese Wurzeln so schön in den Boden gehen und die Lianen nach oben gehen. Das ist mal ein echter Urwaldriese. Guckt mal, wie hoch der geht. Also ich würde mal sagen, ja,
locker 50 Meter. Der Chicky sagt, über 500 Jahre alt ist das Ding. Und das Schöne ist, der steht auf der Fläche von Wilderness International. Also die Fläche, die ich mit meinem Buch, Streams und so weiter schon kompensiert habe, da wo ihr auch echte Regenwaldschützer werden könnt. Das hilft dann, solche Bäume zu beschützen, diesen wunderschönen Dschungel und dass der Chicky drauf aufpassen kann. Also eigentlich ganz einfach. Wir packen euch die ganzen Infos auf jeden Fall nochmal unten in die Kommentare, verlinken auch Wilderness International. Und dann könnt ihr, jeder von euch, zum Umweltschützer werden. Zum Naturschützer, zum Waldschützer, hier in Peru. Ist eigentlich ganz einfach. Und jetzt zeige ich euch mal einen Brettwurzelbaum der besonderen Art. Ficus maxima. Eine riesige Feige. Alter Schwede. Die ist locker 50 Meter hoch. Und die Brettwurzeln hier, weiß ich nicht, die ragen auf 10 Meter Höhe. Also der ist halt einfach riesig. Da war gerade noch ein Tapir, aber wir sind zu laut. Wir sind jetzt hier an der sogenannten Lehmlecke, das heißt, ihr seht hier auf dem Boden immer Lehm, da kommen die Tiere in der Trockenzeit gerne hin und fressen auch mal was von dem Lehm oder kühlen sich ab. Und es ist alles voller Tierspuren, ich zeige euch das gleich mal. Okay. Ja. Tja, da gehen die Tiere auch rein und da suhlen die sich. Hier sind überall Tierspuren. Hier durch, mit Rucksack. Und Kamera. Oh. Könnte man feststellen. Oh, Freunde. Kennt ihr das? Man kommt zurück von so einem Jungle Walk. Ich bin komplett durch. Über mich hüpfen gerade ein paar Affen. Und schmeißen mit Ästen. Kein Tier gesehen, nichts fotografiert. Bisschen dreckige Füße, komplett durch, aber so ein Apfel. Und der schmeckt dann so geil. Alter, so lecker. So lecker gerade, ihr kennt das bestimmt, wenn man sich so richtig verausgabt hat und dann irgendwas ganz Normales isst. Und das auf einmal so unfassbar gut schmeckt. Merkt richtig, wie die Lebensenergie zurückkommt. So, jetzt heißt es gleich Klamotten packen, Camp abbrechen und dann einige Stunden ab zurück ins andere Basiscamp. Richtig Bock drauf. Und möglichst wenig Termiten mitnehmen. Alter, mein ganzes Zeug ist voller Termiten. Alles. Ja. Oh, Alter. Was auf jeden Fall ein bisschen hart ist, ist, dass die ganze Anstrengung im Prinzip fast umsonst war, weil wir waren jetzt hier ganz schön lange im Dschungel unterwegs mit Übernachtungen und so weiter und gefilmt oder fotografiert. Reinigt. So ist es halt manchmal. Man muss sich viele Sachen wirklich, wirklich hart erarbeiten und es reicht halt nicht, einfach in den Dschungel an die richtigen Stellen zu gehen und zu hoffen. Da gehört auch viel, viel Glück dabei. Und hat man diesmal nicht. Das ist übrigens ganz oft so, dass ich den ganzen schweren Kram wirklich unter höchsten Anstrengungen irgendwo hinschleppe. Und dann kommt dann am Ende gar nichts mehr raus. Dann ist man auch manchmal sauer angefressen. Aber da muss man sich immer wieder sagen, that's nature. Und es ist ja auch schön, hier zu sein. Aber viel schöner wäre es, wenn man noch mit einem tolleren Ergebnis nach Hause kommt. Und dann sagen kann, guck mal, wie geil das hier ist. Lass mal alle gemeinsam schützen. Das wäre natürlich noch besser, weil wenn ich euch nur Bilder von nichts zeige, beziehungsweise nur Dschungel, das wird schnell langweilig. Deswegen werde ich mir einfach noch mehr Mühe geben. Aber ich sag's euch, es ist schon grenzwertig. So, jetzt kommen wir gerade aus dem Dschungel raus. Und das erste, was du hier am Strand siehst,
mal. Jaguar. Das sind die Jaguar-Abdrücke. Und wir waren im Dschungel. Dabei sind wir hier an Land, am Strand. Ja, aber ein geiles Gefühl, wieder rauszukommen, muss ich euch sagen. Ja. Leute, ich habe mich für euch von den Gnitzen fressen lassen. Meine ganzen Arme sind blutrot zerstochen. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Robert Markleman, Ende.